Guten Abend, meine Lieben. Ich grüße euch ganz, ganz herzlich hier bei der Videobotschaft für die kommenden Tage. Was darf dich hier erwarten? Ich möchte mich ganz, ganz recht herzlich hier bei euch bedanken. Vielen, vielen lieben Dank. Ich werde direkt beginnen. Was darf dich hier ab morgen, Montag und den darauffolgenden Tag, Dienstag und Mittwoch hier erwarten? Ja? Stabilität in Geldsorgen, Emotionen, Gesundheit, Großzügigkeit. Ich gehe einmal am Schluss in die Deutung für dich über hier, ja? Hier haben wir das Karma. Wir haben die männliche Hauptperson, wir haben die Brücken, das Schiff und die Zeit. Hier mit einer Reihe rein. Wir haben die Untreue. Und wir haben ein Traum wird wahr. Lass dir von Freunden helfen. Und eine Botschaft noch von Amor für dich hier. Die Antwort lautet ja. Heilige Vereinigung, hüte deine Beziehung wie ein Schatz. Wir gehen weiter auf den Dienstag. Was darf dich am Dienstag erwarten? Den Weg verfolgen, ans Ziel gelangen, Nachrichten aus der Ferne, Erfolg. Die Zusammenkunft. Wir haben hier einmal wieder die männliche Hauptperson. Wir haben die Sonne, das Labyrinth und den Baum. Komm doch her. Wir gehen weiter mit den Karten der Engel. Du verdienst es, geliebt zu werden. Du bist liebenswert. Und einmal noch von Amor. Allein die Zeit wird es zeigen. Ein Geheimnis. Alles wird zur rechten Zeit offenbart werden. Der Schleier wird sich bald lüften.
Dein Seelenpartner ist im Geiste bereits bei dir. Glaube daran. Zeit des Nachdenkens gesteht euch noch ein wenig Bedenkzeit zu. Und noch eine Botschaft von Amor. Bleib dir selbst treu. Wir gehen weiter auf den Mittwoch. Was möchte dir das Universum hier am Mittwoch einmal mitteilen? Erleuchtung, Geduld, Meditation, inneres Wissen, Stabilität, Vertrauen, Glauben, göttlicher Schutz. Und einmal Vereinigung von zwei Extremen, Liebesbeziehung, Sympathie, Harmonie. Eine traurige Nachricht. Die Schlange kann mir schon etwas länger hier nicht. Wir haben den Park, wir haben den Mond, wir haben die Schlange und die Entscheidungen. Was möchten die Karten der Liebe, die ich hier mitbringe? Hier ist einmal die Zwiespältigkeit gefallen, ja. Und sich verlieben. Hier geht es einmal um die Befreiung. Befreie dich. Es ist Zeit, die Kontrolle über dein eigenes Leben zurückzuholen. Vertrauen. Diese Situation fordert dich auf, dich in Geduld zu üben. Was möchte Amor dir hier mitgeben am Mittwoch? Hier haben wir einmal die Vergebung. Vergib und vergiss, das Leben ist zu wertvoll, um es sich zu verderben. Sexuelle Vereinigung, respektiere den Ort im anderen, wo ihr beide eins seid. Dann die Freiheit, nichts kann dich aufhalten. Die hatten wir hier auch noch, das habe ich eben erst gesehen, das tut mir leid, die kommt hier noch mit hinzu. Die war für den Mittwoch. Des Weiteren haben wir hier auf ewig, respektiere den Ort im anderen, in dem allein die Liebe wohnt. Respektiere den Ort im anderen, der ewig währt. Und wir haben über Fülle. Eine große Liebe steht vor der Tür. Lass sie herein. So, ich gehe jetzt einmal für dich hier in die Deutung über, meine Liebe, mein Lieber. Ja? Wir haben hier mit den 9 der Kelche einmal die Stabilität in Geldsorgen, Emotionen, Gesundheit, Großzügigkeit. Und dann haben wir ein langer Weg. Ein langer karmischer Weg. Ich bekomme hier einmal rein, ja, dass du oder dein Gegenüber, hier ist die männliche Personenkarte gefallen. Ich gehe davon aus, irrelevant, für wen du hier jetzt einmal schaust, ja.
Wenn du eine Frau bist, dann ist es dein Wunschpartner. Wenn du ein Mann bist, dann schaust du bitte, ob es stimmig ist, was deine Wunschpartnerin betrifft. Ja. Und wenn du Single bist, betrifft es dich ebenfalls einmal, ja? Und zwar, jetzt kommt man nach einem langen, karmischen, verstrickten Weg, nach einem schmerzhaften Weg, ja? Kommt man hier endlich in die Stabilität, ja? Auch was finanzielle Themen anbelangt, wird es hier zu einer Stabilität kommen, ja? Auch in gesundheitlichen Fragen gibt es hier endlich ein Vorankommen, ja? Mit dieser Karte. Es ist wieder ein ganz starkes, aufschlussreiches Deck hier für die kommenden Tage. Ja? Schaut bitte, ob ihr wer oder wie man hiermit in Resonanz geht. Dein Wunschpartner, dein Gegenüber wird jetzt, die hat jetzt die Kraft. Ja? Man ist jetzt in seiner Stabilität durch die schmerzhafte Vergangenheit. Wird hier diese schweren Brücken, ja, mit dem Schiff zu dir gelangen. Denn nach einer langen, langen Zeit ist die Zeit gekommen, das bekomme ich hier so rein, ja? Da wir hier auch das Labyrinth haben, man kommt jetzt hier raus. Wir haben einmal, ein Traum wird wahr. Jetzt wird für dich ein Traum in Erfüllung gehen. Ich bekomme hier auch rein, dein Gegenüber hat geschlafen, ja? Er oder sie hat vielleicht auch Angst, dass du ihm untreu sein könntest, bekomme ich hier rein, ja? Denn die Untreue ist gefallen. Ich sage das immer so, wie ich das eben so reinbekomme. Ja, mein Lieber, meine Liebe. Weil es auch schon ganz, ganz lange hier an der Zeit war, jetzt auf dich zuzukommen. Da wir auch die heilige Vereinigung haben. Denn eine heilige Vereinigung findet immer nach ganz, ganz langem, schmerzhaften Weg statt. Gerade bei Dualseelen, bei Zwillingsseelen, bei Seelenpartnern im Allgemeinen. Ja? Was auch immer du dir hier für eine Frage stellst, ja? Diese Antwort lautet jetzt für dich. Ja, du spürst es. Jetzt in dem Moment, ob dieses für dich bestimmt ist. Ja, hüte deine Beziehung wie ein Schatz, das hatten wir eben. Es wird eine heilige Vereinigung hier für dich, für euch geben. Wenn du nicht im Vertrauen bist, ja, wir haben jetzt nicht die Reiterin oder schnelle Botschaften, das Schiff steht einmal für langsame Bewegung, ja. Aber du kannst dir gewiss sein, dass es so sein wird, denn man ist jetzt in seiner Stabilität, ja, man kommt jetzt hier raus. Befindest du dich immer noch nicht im Vertrauen, ja, dann lass dir von Freunden helfen, bitte andere um Unterstützung und nimm sie an. Oder dein Gegenüber, ja, wird sich jetzt von Freunden helfen lassen oder hat sich in der Vergangenheit, weil es schon lange an der Zeit ist, jetzt wieder auf dich zuzukommen, hat sich von Freunden helfen lassen, ist durch diese Freunde jetzt endlich jetzt einen Schritt auf dich zugehen, da man jetzt in der Stabilität ist, ja, wenn Geldsorgen eine Rolle gespielt haben, dann ist es jetzt an der Zeit, dass man das hinter sich gelassen hat, ja, jetzt spielt es nicht, es steht nicht mehr im Vordergrund, du bist jetzt wichtiger, ja. Das bekomme ich hier einmal so rein von deinem Wunschpartner, Wunschpartnerin. Ja, wir gehen weiter auf den Dienstag. Was möchte dir der Dienstag hier einmal mitteilen? Wir haben hier mit den 7 der Stäbe den Weg verfolgen, somit ans Ziel gelangen. Nachrichten aus der Ferne, Erfolg und süßer Triumph. Wahnsinnsbotschaft hier auch wieder, ich sehe das auch schon. Und hier geht es um eine Zusammenkunft, ja? Und zwar mit deinem Wunschpartner. Wunschpartnerin. Da wir hier schon die heilige Vereinigung hatten, ja? Und hier auch den Seelenpartner haben,
Hier haben wir den Seelenpartner. Dein Seelenpartner ist im Geiste bereits bei dir. Glaube daran. Er wird jetzt die Brücken gehen, ja? Jetzt auf dich zukommen. Es ist lange, lange an der Zeit, ja? Bevor ich die weiteren Botschaften von Amo hier einmal durchgehe. Ja, es wird hier in einer Zusammenkunft kommen mit deinem Wunschpartner, ja, wo du schon lange, lange darauf gewartet hast, wo man sich hier im Labyrinth befand, ja, wo man hier keinen Ausweg wusste. Aber jetzt, da man sich in der Vergangenheit, als ihr keinen Kontakt habt, in die Heilung begeben hat, wird es jetzt zu einer Erleuchtung für euch kommen, ja, für euch beide. Etwas ganz, ganz klares, Besonnenes wird jetzt auf dich zukommen. Man hat sich hier geheilt. Der Baum steht auch für starke Verwurzelungen, ja? Ihr seid ganz stark und fest miteinander verbunden. Die Engel möchten dir sagen, du verdienst es, geliebt zu werden. Du bist liebenswert, ja? Glaube daran, bitte. Und er oder sie möchte dir sagen, komm doch her. Man hält hier die Arme offen, ja. Man ist hier ganz klar bereit für dich. Eine ganz klare Botschaft. Wenn du ein Single bist, ja, wenn du dich in einem Single-Dasein befindest, wird es jetzt, dieser Mensch wird jetzt auf dich zukommen, meine Liebe, mein Lieber. Ja? Hier geht es, und zwar wird dein Seelenpartner auf dich zukommen. Ja? Vertraue bitte darauf. Ja? Hier sagt man schon, komm doch her. Registriere das hier bitte. Bleib dir selbst treu, möchte dir Amor hier auch mitteilen. Ja? Zeit des Nachdenkens. Gesteht euch noch ein wenig Bedenkzeit ein. Ja, du für dich, er für sich, sie für sich. Ein Geheimnis, alles wird zur rechten Zeit offenbart werden. Der Schleier wird sich bald lüften. Ja, hier geht es wieder um Verschleierung, Geheimnisse, ja. Man möchte dies noch nicht offenlegen. Es gibt noch ein Geheimnis, was man dir hier noch nicht offenbaren kann. Aber da das Schiff zu dir unterwegs ist, ja, und es auch in eine Zusammenkunft geht, wird sich das Geheimnis hier für dich lüften. Egal in welcher Hinsicht du hier schaust, ja. Hier geht es einmal um deinen Seelengefährten, ja. Es wird hier eine heilige Vereinigung geben, egal ob du auf deinen Wunschpartner, Wunschpartnerin wartest. Es wird jetzt was geschehen, ja. Mit der Sonne. Allein die Zeit wird es zeigen. Ja? Man hat hier lange, lange, lange gewartet. So, wir gehen weiter einmal auf den Mittwoch. Was darf dich hier am Mittwoch erwarten? Wir haben hier den Hierophanten. Es ist eine sehr, sehr starke Karte, ja. Hier geht es um Erleuchtung, Geduld, Meditation, inneres Wissen, Stabilität, Vertrauen, Glauben, göttlicher Schutz. Meine Liebe, mein Lieber, du hast hier den Schutz von oben. Ganz klare Botschaft. Dieses mit euch ist beschützt. Für die, die einen Wunschpartner haben, ist der Park hier ganz klar ein Wiedersehenstreffen. Eine ganz klare Botschaft. Und zwar, ja, was die zwei der Kelche schon sagen, wir haben hier ganz, ganz starke Karten wirklich für die Tage. Zwei der Kelche, es geht hier um eine Vereinigung von zwei Liebesextremen. Absolute Sympathie und Harmonie. Also es ist wirklich, Feuer bekomme ich hier auch rein, ja. Es geht hier wirklich in das Extreme. Hier wird sich etwas vereinen, was auch vielleicht durch viele Leben hier gegangen ist. Ja, man kennt sich aus einem früheren Leben. Es wird hier eine starke Seelenvereinigung geben. Ja. Dann haben wir die traurige Nachricht. Ja. Ich bekomme hier einmal rein, dass du in der Vergangenheit, dass sich dein Seelengefährte von dir getrennt hat, ja, dass du hier in der Vergangenheit eine traurige Nachricht bekommen hast, ja, es aber hier mit dem Paar einem Wiedersehenstreffen gibt.
Du hast die Hoffnung schon aufgegeben. Ja. Aber jetzt darfst du neue Hoffnung schöpfen. Ja. Hier ist eine ganz tiefe Leidenschaft zwischen euch. Ganz tiefe Leidenschaft zwischen euch. Ja. Und zwar war man hier toxisch beeinflusst, ja. Dein Gegenüber wurde vergiftet und konnte nicht sehen, dass diese ganz starken Gefühle hier mit dir, das ist ihm jetzt erst klar oder ihr jetzt erst klar. Ja, hier geht es aber auch um eine Entscheidung. Und zwar hat dein Gegenüber jetzt eine Entscheidung getroffen. Und zwar auf dich zuzukommen, ja. Sich auch aus dem Labyrinth entzogen und den Weg der Heilung gegangen. Diese Entscheidung hat er oder sie jetzt getroffen. Ich bekomme noch ein weiteres Szenario rein. Das deute ich dann gleich, ja. Und zwar, was möchten dir hier die Engel mitgeben? Befreie dich, es ist Zeit, die Kontrolle über dein eigenes Leben zurückzuholen. Dein Gegenüber wird sich jetzt befreien. Er kommt hier raus. Ganz klare Botschaft. Vertraue. Diese Situation fordert dich auf, dich in Geduld zu üben. Habe bitte Vertrauen. Geh ins Vertrauen, ja? Dein Wunschpartner, deine Wunschpartnerin ist auf dem Weg zu dir. Des Weiteren haben wir hier die Zwiespältigkeit, ja? Ja, man war hier in der Vergangenheit zwiespältig, ja? Man konnte keine eigenen Entscheidungen treffen, man hatte keinen freien Willen, bekomme ich hier rein, ja? Man wurde so stark toxisch hier beeinflusst, ja, dass man hier nicht raus konnte aus dem Labyrinth. Da wir das Labyrinth auch direkt über der Schlange hier haben, ja. Ja, man möchte sich hier neu verlieben. Man wird sich hier jetzt neu verlieben. Es gibt nochmal eine Chance, ja. Man wird sich hier wieder vereinen. Vor allem das oben greift jetzt ein, ja. Wir haben hier mit dem Hierophanten, dass es von oben geführt ist, dass du oder dein Gegenüber hier auch den Schutz hast. Ganz klare Botschaft hier, ja. Die Zwiespältigkeit hatten wir eben. Ja, was möchte Amor dir hier mitteilen? Die Freiheit, ja, dein Gegenüber wird sich jetzt frei machen hier. Er möchte frei sein, sie möchte frei sein. Ja, oder sie kann nicht mehr. Ja, möchte jetzt mit dir eins sein. Und dann kommt auch gleich die sexuelle Vereinigung. Respektiere den Ort im anderen, wo ihr beide eins seid. Ja, man möchte sich hier mit dir sexuell vereinen. Vergebung. Vergib und vergiss, das Leben ist so wertvoll, um es sich zu verderben. Bitte hier um Vergebung, egal was du hier, was dir in der Vergangenheit widerfahren ist, ja, vergib. Auch eine ganz klare Botschaft, wenn dein Gegenüber jetzt auf dich zukommt, ja, nimm es an und vergib. Denn hier hat man die absolute Überfülle für dich, ja, eine große Liebe steht vor der Tür, lass sie herein, du wirst hier überfallen und das hatten wir auch in den letzten Botschaften schon, in den Tagesbotschaften, ja. Für all die, wo der Wunschpartner sich noch nicht gemeldet hat oder die Wunschpartnerin, jetzt wirst du überfallen hier, ja. Glaube daran. Auf ewig, respektiere den Ort im Anderen, in dem allein die Liebe wohnt. Respektiere den Ort im Anderen, der ewig währt. Ja. Ihr gehört zusammen und jetzt greift das Universum ein. Das zweite Szenario hier einmal, ja. Ja, du befindest dich hier in einer Dreieckskonstellation. Ganz klare Botschaft an dich, ja. Hier soll es
in eine Vereinigung von zwei Extremen, in eine Liebesbeziehung gehen, ja? Falls du dich bislang noch nicht entschieden hast, für ihn, ja, oder für sie. Ich bekomme hier ganz klar rein, dass dies für eine Frau ist, hier einmal, da wir die zwei männlichen Hauptkarten hier liegen haben, ja. Ich zeige sie dir noch einmal in die Kamera, ja. Dann geht es jetzt um eine Entscheidung. Entscheide bitte jetzt. Ja, entscheide jetzt. Denn du weißt, du musst jetzt die Entscheidung treffen, ja? Ich bekomme hier auch ganz klar rein, dass jetzt, dass man sich vielleicht von dir entfernen könnte. Ja, ganz klare Botschaft, entscheide bitte jetzt, ja, ob du die Rückkehr zu deinem Wunschpartner, ob ihr hier noch eine Chance habt, ja, denn du hast hier die Hoffnung. Jetzt schaffst du es, wenn du hier raus möchtest. Jetzt, ja, da wir hier auch die Tiefe haben, dieses ganz, ganz Tiefe, im tiefen Inneren weißt du das, dass du dich hier befreien möchtest, du möchtest die Freiheit, gehe bitte jetzt diesen Schritt, denn wenn du jetzt diese Schritte gehst, ja, hast du den absoluten Schutz von oben, ja. Du hast den Schutz von oben. Für dich ist es hier auch eine Erleuchtung, ja? Du hast das innere Wissen und die Stabilität. Vertraue bitte. Glauben auf den göttlichen Schutz. Geh bitte in dein Vertrauen, ja, dass du hier rauskommst, ja? Durch eine traurige Nachricht wird dir hier einiges klar werden, ja? Für wen das auch immer hier einmal sein mag. Dieses scheint ganz, ganz wichtig zu sein. Ich bekomme das hier so rein, ja. Es kann auch sein, dass du hier einmal, dass dein Gegenüber zu dir sagt, entscheide dich jetzt, ja. Da wir hier die Entscheidung haben, die Zwiespältigkeit, du fühlst dich hin und her gerissen, du weißt nicht, was du machen sollst, ja. Und hier kommen zwei Extreme auf dich zu. Zwei Herren kommen hier auf dich zu, zwei Extreme, und möchten jetzt eine Entscheidung, ja. Und zwar, die Lennon-Karten möchten dir sagen, geh raus aus dem Gift, trenne dich hier, was dir nicht mehr gut tut, es macht dich krank, ja, die Schlange steht auch für Krankheiten, es macht dich hier krank, geh bitte hier raus, ja. Du weißt es, im tiefen Inneren weißt du es, ja. Die Sonne steht ebenfalls für die Erleuchtung, ja. Du wirst den richtigen Weg gehen. Du weißt, für wen du dich hier entscheiden musst. Ganz klare Botschaft. Und zwar die Vergebung. Vergiss, das Leben ist so wertvoll, um es sich zu verderben. Das sagt mir auch nochmal ganz klar hier an dich, ja. Wenn du hier mit in Resonanz gehst, du brauchst kein schlechtes Gewissen zu haben, wenn du aus deiner Misere rausgehst, ja. Tu das, was dir gut tut, ja, und nicht das, was anderen dienlich sein könnte, sondern folge deinem Herzen. Denn einer von beiden, das weißt du auch, es ist für ewig. Und hier geht es um die heilige Vereinigung. Das noch einmal für all die, die hier sich in einer Dreieckskonstellation befinden. Ja, es geht auf jeden Fall hier um eine Entscheidung. Es könnte auch sein, dass du jetzt in der Vergangenheit, du hast deinen Wunschpartner, war hier ganz, ganz lange verschollen, ja. Du hast so lange gewartet, aber jetzt möchtest du neu beginnen, ja. Aber die Karten sagen ganz klar, hier kommt es zu einem Wiedersehenstreffen. Und du musst jetzt eine Entscheidung zwischen diesen zwei Personen treffen, ja. Für wen sollst du dich hier entscheiden? Natürlich ganz klar, meine Liebe, mein Lieber, für dein Herz. Eine ganz klare Botschaft hier. So, meine Lieben, ich wünsche euch alles, alles Liebe. Einen wunderschönen Abend. Fühl dich umarmt. Bis dahin.